Willkommen zurück bei Pikmin 3. Wir starten direkt in den zweiten Tag. Wie geht es weiter? Wie geht es Brittany? Und wo ist unser Captain eigentlich? All das erfahren wir jetzt. Okay, wir haben Brittany geortet, und zwar im Garten der Begegnung. Und danke für die Bestätigung, es handelt sich tatsächlich um den Planeten Erde. Brittanys Signal kommt aus diesem Gebiet dort, aber ich mache mir große Sorgen, weil der Überlichtschlüssel verschwunden ist. Ob wir ihn bei der Bruchlandung der Drake verloren haben? Ohne ihn können wir nicht nach Hause zurückkehren. Das ist schlecht. Suchen wir ihn. Und unsere Freunde. Neues Gebiet, neues Glück. Aber jetzt wird's langsam ernst. Ich glaube, jetzt kommen auch schon die Tage hinzu. Und unser Vorrat ist nicht gerade voll. Heißt, wir müssen Früchte sammeln. Brittany muss sich in diesem Gebiet befinden. Ich darf bei der Suche nach ihr allerdings nicht vergessen, dass unsere Vorräte zur Neige gehen. Ja. Tatsächlich, da oben ist jetzt die Leiste gekommen. Die Zwiebel ist mir gefolgt, aber wo sind die Pikmin? Die sind da drin. Das ist sozusagen deren Basis. Und dort können wir die dann rein oder rausholen. Je nachdem. Ah, die Zwiebel scheint eine Art Nest zu sein. Stelle dich unter eine Zwiebel und drücke A, um Pikmin zu rufen oder zur Zwiebel zurückzuschicken. Es sollte möglich sein, die Pikmin über das Cockpit im Auge zu behalten. Richtig, das habe ich ja auch schon gesagt, man sieht da jedes einzelne Pikmin. Das ist richtig cool. Hier können wir uns dann auch noch verschiedene Infos zu den Pikmins anschauen, solange wir die Daten dazu auch sammeln. Okay. Beginnen wir mal mit der Vervielfältigung unserer Pikmin und mit dem Kampf gegen diesen kleinen Punktkäfer hier. Die sind vor allem im Nachteil, wenn man sie von hinten angreift. So, jetzt transportieren wir ihn ab. Das gibt uns dann auch gleich neue Pikmin. Dann haben wir hier noch eine Blume. Ui, Pusteblümchen. Kann man das auch irgendwie... kaputt? Ja, cool. Aber wie gesagt, die dürfen nicht ins Wasser. Das finden die nämlich gar nicht gut. Ich schicke sie jetzt arbeiten. Hier, wir haben ja noch 15 bei uns, glaube ich. Damit die mir schon mal meine Brücke bauen. Und gleichzeitig werde ich dahinter gehen und mir die Datei schnappen. Was haben wir denn hier? Greifst du von hinten an, ist der Angriff wirkungsvoller. Ja, das habe ich auch gerade gesagt. Ich bin ein Spoiler-Heini. Sonst noch was hier im Wasser irgendwie? Da ist noch eine andere Brücke. Ja, doof finde ich, dass wenn sie eine Brücke gebaut haben, dann kommen sie immer wieder hierhin zurück. Das ist zwar ganz gut, wenn sie weiterarbeiten sollen, also sprich, wenn es sehr, sehr viele Scherben gibt. Aber wenn man das vergisst, dass man schon genug hingeschickt hat und bis die da gebaut haben, irgendwas anderes macht, dann kann es gut sein, dass man seine ganzen Pikmin da stehen lässt. Ohne es zu schnallen. Und die sind dann verloren. Ja. Also, ich weiß nicht, ob man das auch irgendwie einstellen kann, dass sie dann, nachdem sie die Arbeit erledigt haben, einfach wieder zu mir zurückkommen sollen. Aber ich denke eher nicht. Dann wäre das ja auch zu einfach. Na los, macht's hin jetzt hier, oder muss ich euch rauspeitschen? So, jetzt haben wir's geschafft. Ach ja, mehr als 100 können übrigens nicht mit mir mitkommen. Und ich meine 100 insgesamt, nicht 100 von jeder Farbe. Deswegen muss man sich eben gut überlegen, wie viele Pikmin man von welcher Farbe mitnimmt. Gerade bei den Endbossen kommt es oft vor, dass bestimmte Pikmin gegen den Boss im Vorteil sind. Und andere wiederum haben gar keine Chance. Pikmin holen Scherben, bis alle verbaut sind. Danach warten sie dort, wo die Scherben waren. Ah, da kommt die Info. Da kann ich jetzt auch nichts anders machen. Das Einzige, was ich tun kann, ist ihnen folgen und sie dann abfangen. Oh, scheiße, jetzt habe ich einen erwischt, der noch eine Scheibe hatte. Die verpufft dann leider. Ja, jetzt ist auch egal.
Dann pflücke ich mal den da. Und zur Leiste nochmal. Ihr guckt jetzt mal nach oben und da seht ihr die Sonne oben links. Wenn die Sonne ganz da hinten ist, dann geht der Tag unter. Und wir müssen eben, bevor das passiert, wieder beim Raumschiff sein. Da kommt dann so eine kleine Area und in dieser Area ist man sicher. Und alles, was dieses Gebiet nicht berührt, ist verloren, wird von den Kreaturen gefressen. Habe ich alle bei mir? Ja, sehe ich. 30. Er schläft. Das ist die Chance. Ja, wir schleichen uns mal ganz langsam um ihn herum. Und dann jag ich alle gleichzeitig. Nein. Na gut. Auf seinen Hintern. Ich habe es ja schon mal erwähnt, die Roten sind am stärksten im Kampf. Hat also relativ leicht geklappt. Verstecke dich notfalls und warte auf eine günstige Gelegenheit. Ach genau, das geht auch noch. Das habe ich aber eigentlich nie genutzt. Vielleicht sollte ich das jetzt im Let's Play machen. Vorsicht ist geboten. Weil es kann echt schnell gehen, dass viele Pikmin sterben. So, und bis die anderen wieder da sind, fangt ihr schon mal an, das hier einzureißen. Weil hier können wir eh nicht lang. Das ist elektrisch gesichert. Okay, und dafür, dass wir diesen riesigen Punktkäfer umgebracht haben und hierher gebracht haben, sind viele neue Pikmin entstanden, die nun dort hinten mithelfen werden. Super. Es reicht übrigens einmal A zu drücken, dann pflückt der alle Pikmin hier in der Umgebung. Sehr praktisch. Okay, und wir haben jetzt eben Zeit gespart, weil die schon angefangen haben. Zwar nicht so viel Zeit, aber jede Sekunde ist ein Pikmin wichtig. Am besten noch verteilen, die Viecher. Na komm. Jetzt, ja. Eingerissen. Weiter geht's. 44 von 44, passt. Was ist nun los? Oh, da ist Brittany. Da liegt Brittany. Komme ich etwa zu spät? Brittany? Brittany? Bitte seien Sie noch am Leben. Alf, bist du hier in der Nähe? Entschuldigung, bin wohl eingenickt. Hast du dich etwa erschreckt? Aber diese Schlafposition ist nun mal die gesündeste. Na, egal. Viel wichtiger ist, dass ich hier in der Nähe eine große Frucht entdeckt habe. Ich komme hier aber nicht raus. Kannst du dir das an meiner Stelle mal ansehen? Okay. Können wir gerne tun, aber wir müssen es ja auch erreichen, sie irgendwie zu befreien. Ach, da ist sie ja schon! Eine leckere Erdbeere! Ui, die ist ja noch größer, als ich gedacht hatte. Diese Frucht ist eine unglaubliche Entdeckung. Ich sollte sie von der Drake untersuchen lassen, aber wie kriege ich sie dorthin? Wie wohl? Selbst anfassen ist nicht. Pikmin arbeitet. Auch drei reichen schon aus. Ja, dann gib mir mal ein paar von denen wieder zurück. Schauen wir uns hier um. Da können wir noch nicht lang. Dahinter wartet Brittany. Ja, das ist schön, aber wie gesagt, da können wir noch nicht lang. Die Pikmin, die jetzt die Erdbeere zur Drake bringen, die bleiben dann auch dort. Also um die muss man sich nicht sorgen, weil die werden nämlich nicht sterben. Die sind in der sicheren Zone. Was haben wir denn da Schönes? Was ist das? Huch! Ein ekliges Glibberviech. Und was ist da drin? Da ist etwas in dieser Kreatur. Muss ich es angreifen? Okay. Dann los! Alle drauf! Angriff! Er wird auch versuchen, sie abzuwerfen. Aber zum Glück habe ich so viele dabei. Scheiße. Scheiße, schnell umbringen, sonst sind sie alle tot. Er hat sie aufgesaugt. Ja, Objekt geborgen. Das ist jetzt ein dummer Zufall. Weil immer, wenn die Drake irgendwas empfängt, dann meldet sie sich auch gleich und die Sache wird untersucht. Also wird jetzt hier unser Kampf unterbrochen. Egal, Erdbeere wird untersucht. Allerdings haben die anderen Namen, weil die Bewohner hier kennen ja die Früchte unseres Planeten nicht. Sonnenkernbeere nennt Alf sie. Frucht enthält große Mengen an Pikmin U. Das fand ich so geil. Frucht enthält außerdem mit dem Ökosystem von Koppai kompatible Samen.
Der Saft dieser Frucht ist für Mitglieder des Forschungsteams trinkbar. Prognose delikat. Oh ja, ich liebe Erdbeeren. Richtig lecker, lecker. Ich lege für die Früchte, die wir sammeln, auf dem Cockpit eine Fruchtdatenbank an. Gibt ziemlich verschiedene Früchte. Ich glaube, über 60 Stück. Manchmal auch mehr von einer Sorte. Und es ist natürlich so ein Nebenziel, alle zu sammeln. Ich weiß nicht sehr viel über Pflanzen. Ich werde Brittany bitten, in Zukunft die Analyse der Früchte zu übernehmen. So, jetzt aber hier meine Pikmin retten, bitte, ja? Schnell, umbringen, bevor alle sterben. Ich weiß, er saugt gerade weitere ein, aber er hat nur noch wenig Leben. Passt. Und wir haben sie gerettet. Fels-Pikmin. Die sind so cool. Sind das auch Pikmin? Was machen sie da? Ja, wir schnappen sie uns gleich mal. Und wenn wir sie werfen, dann können wir diese Kristalle kaputt machen. Ich glaube, die sind auch die stärksten Pikmin. Wenn man sie werft. Aber man muss sie halt immer wieder zu sich zurückholen und dann neu werfen. Also es dauert, bis die da ordentlichen Schaden machen. Da war also eine Zwiebel drin. Jetzt habe ich mehrere Arten von Pikmin und kann mit Hilfe von L wählen, welche ich werfen möchte. Tolle Erkenntnis. Ich teile die Pikmin in Gruppen auf, indem ich sie durch Drücken von B alle gleichzeitig entlasse. Oh oh, da ist schon der nächste Spinner. Kommt mal her, bitte. Ach nee, das ist der Tote. Ja, dann passt's ja. Bringt die Leiche zum... Ah, warte, warte, warte. Wir sollten das jetzt von den Steinpigments machen lassen, weil dann kriegen wir nämlich gleich neue. Genau, die bringen das jetzt zur Zwiebel. Ach so, das geht ja sogar gleich hier, stimmt. Weil diese Zwiebel ist eine Steinzwiebel, die ist nur dazu da, um Steinpigment zu produzieren. Ja, eine besonders harte Sorte von Pigment. Und die sind neu, die gab es in den anderen Teilen nicht und die finde ich sau cool. Als ich Noob war, also vor einer Woche, fand ich die auch schon cool, aber habe sie eben so stark genutzt, dass sie mir immer weggestorben sind. Und dann hatte ich keine Ahnung, wie ich neue produzieren kann. Gott sei Dank weiß ich das heute. Glaubt mir, es hat schon einen Sinn, dass ich dieses Let's Play nicht sofort beim Release gestartet hatte. Es wäre eine Katastrophe geworden. Außerdem war ich von der Woche ja noch nicht mal wirklich interessiert an Pikmin. Und habe erst jetzt gecheckt, boah, das ist ja eigentlich richtig cool. Ich weiß jetzt nicht, ob die anderen Teile auch so geil sind, aber auf jeden Fall Pikmin 3 für Wii U gefällt mir. Oh, Halbzeit. Sonne geht unter. Wir können uns hier noch eine Datei schnappen. Kommt mal hierher zurück. Ich weiß, einige von euch sagen, Spiel mit der Wii Remote ist einfacher, aber ich bleib beim Gamepad. Ich bin irgendwie ein Fan vom Gamepad und außerdem habe ich ja die anderen Teile nie gespielt, also kann ich jetzt nicht sagen, ja gut, ich habe schon Erfahrung damit und spiele wieder mit der Wii Remote. Erfahrene Spieler, denke ich mal, werden zur Wii-Fernbedienung greifen, aber ich halt nicht. Neue Pikmin-Keime haben die Farbe der Mehrzahl der Pikmin, die die Beute zurückgetragen haben. Ach, das kriegt man hier sogar als Info. Oh, das habe ich damals dann wohl nicht gecheckt. Haben die Farbe der Mehrzahl der Pikmin, die die Beute... Und dann haben wir gleich eine andere Frage beantwortet. Es zählt also die Mehrzahl. Ja, da muss ich mich mal wieder ohrfeigen. Das hätte ich ja schon viel früher hätte wissen können. Aber wenn ich kein Vollidiot wäre... Naja, lassen wir das. Hauptsache, ich weiß es heute. Wir haben noch genug Zeit und können eigentlich hier mal diese Wand einreißen. Wir haben ja auch genug Steinpigmen. Na, sage mal, das ist aber ziemlich robust. Jetzt. Alle herkommen, bitte. Was? 62 von 66? Achso, genau, die Erdbeere dahin getragen haben. Passt schon, passt schon, passt schon. Die sind sicher. Felspigmen richten höheren Schaden an, wenn sie auf den Gegner geworfen werden. Jo. Brittany. Moment. Die war doch da irgendwo. Endlich bist du da, Alf. Jetzt habe ich sie unterbrochen. Wirf einen Anführer an. Was? Wirf einen Anführer an, sonst nicht erreichbare Orte. Achso, okay. Ja, weiß ich auch. Ich komme hier nicht raus. Einen Moment. Meine Steinpikmin werden dir helfen. Ja, ja, nicht so unruhig. Ich mach doch schon.
Mann, ist die Alte unruhig, hey. Brittany! Yay! Puh, endlich bin ich draußen. Ich bin nicht dafür gemacht, unter freiem Himmel zu schlafen. Außerdem habe ich Hunger. Huch, was sind denn das für Wesen? Aha, Pikmin also. Irgendwie niedlich. Oh, Alf, sieh dir das mal an. Beim Namen Alf musste ich direkt an dieses Alien denken. Vielleicht ist das sogar mit Absicht gemacht. Weil es ist ja so eine alte Kinderserie, sage ich. Oder Comedy-Serie. Wisst ihr bestimmt. Also Alf kennt doch jeder. Ich glaube, der Name ist schon so ein bisschen an ihn orientiert. Da ist eine riesige Frucht. Jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Ja, wir können jetzt nämlich auch Brittany oder Alf werfen, je nachdem, wen wir steuern. Und jetzt wird es etwas interessanter, weil wir können dann nämlich die Pikmin darüber werfen und mit Y wechseln. Und dann übernimmt Brittany die Führung und kann Aufgaben verteilen. Und so kann man eben mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen. Sind das überhaupt genug für die Zitrone? Mal schauen. Ja, 5 Stück brauchen wir. Ah, einer zu viel. Ist egal. Die schleppen das dann zwar nicht schneller, aber ist wurscht. Es hatte aber doch einen kleinen Sinn, wenn man mehrere Pikmin zu einer Frucht hinstellt. Also quasi die von 10 tragen lässt. Weil es kommt nämlich später des Öfteren mal vor, dass die Pikmin-Gruppe, die eine Frucht gerade zur Drake schleppen will, von irgendeinem Viech angegriffen wird. Und die können sich halt alleine nicht wehren. Und ja, damit die dann doch noch ihr Ziel erreichen, ist es ganz gut, wenn mehrere Pikmin dabei helfen, die Frucht dahin zu tragen. Ja, stirbt er jetzt auch mal, Mensch. Moment, Moment, Moment. Wir können natürlich auch seine Steine kaputt machen. Dann kann er nicht mehr angreifen. Aber ich habe so viele Stein-Pikmin, deswegen ziele ich jetzt auch gar nicht so krass. Ich kann es mir ja leisten bei über 20. So, und jetzt lasse ich den da noch hinschleppen zur Drake, damit wir gleich noch mehr Stein-Pikmin bekommen. Richtig episch. Ja, mach mal gleich alles kaputt, komm. Und du sollst arbeiten, habe ich dir gesagt, faule Sau. Bei den Steinpikmin ist es so ein bisschen doof. Die muss man wirklich zum Arbeiten zwingen. Also wenn man die gegen irgendwas wirft, dann bleiben die einfach liegen. Jedenfalls häufig. Und haben dann gar keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Aber sowas geht natürlich bei mir gar nicht. Ja? Hier wird gearbeitet, verdammt. So. Neue Frucht erhalten, super toll. Moment mal, was ist denn eigentlich hier? Da ist ja auch noch irgendwas. Ach, da sind noch weitere Scherben. Oh, dann beeilen wir uns mal. Weil ich glaube, diese Brücke, die wir gerade bauen, das ist die, die uns zum Anfang zurückbringt. Und das ist dann natürlich echt praktisch, weil gleich beginnt der Sonnenuntergang. Man bekommt so eine Meldung, 3 Punkte vor Schluss, also hier an dieser Stelle. Und dann heißt es eben, oh, Beeilung, Sonne geht unter, geht zurück. Und das geht dann auch richtig schnell, also man sollte das ernst nehmen. Ziele auf seine Augen. Ah, der hat noch eine Schwachstelle. Cool. Also hinten am Arsch und am Auge. Sehr, sehr geil. Und vielleicht habt ihr diesen Ton gerade gehört, dieses Dü-dü-dü. Das heißt immer, dass sie gerade eben mit ihrem Job fertig geworden sind. Sprich, Brücke bauen, fertig. Alle mitkommen. Immer gucken, dass sie alle beisammen sind. Klar, jetzt ist es nicht so einfach. 51 von 66, weil ich habe ja viele weggeschickt zur Drake. Aber man hat ja Gott sei Dank das Gamepad und sieht, wenn welche sterben. Da ist dann sogar mal bei einem kritischen Zeitpunkt abgebildet, wie viele bei Nacht verloren gehen würden. Die Sonne wird bald untergehen. Alf zufolge werden Pikmin, die keinem Anführer folgen, nachts von Kreaturen attackiert. Und hier ist sie, die Barriere. Die Pikmin, die sich in der Nähe der Zwiebel befinden, sollten sicher sein. Ja. Es ist wohl besser, die Pikmin, die gerade keinem Anführer folgen, zurückzurufen. Wartet mal. Aber ich habe doch alle hier, oder? Oder etwa nicht? Sag mir nicht, dass jetzt gleich welche sterben werden. Nee, irgendwas stimmt nicht. Mir fehlen 9. Ach so. Oh, jetzt habe ich was vergessen. Oh mein Gott. Die Stein-Pikmin, die können hier alle noch nicht rein. Die müssen wir zurückbringen, da wo sie herkommen. Verdammt, verdammt, verdammt. Moment, jetzt muss ich das kurz hier festlegen auf dem Gamepad. Ich habe es ja schon mal angesprochen.
Man kann sich einen bestimmten Punkt markieren oder geht es noch nicht? Verdammt, das geht anscheinend noch nicht. Diese Fähigkeit bekommt man wohl erst. Ja, warte, dann muss ich mir die Karte angucken. Boah, wehe, ich verliere jetzt meine ganzen Steine. Aber eigentlich müsste die Zeit noch ausreichen. Es wird zwar knapp, aber ich habe ja gesagt, das ist der Reiz an Pikmin. Ja, doch, doch, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Gleichzeitig können wir noch gucken, ob wir irgendwas entdecken. Also einen neuen Weg, den wir dann beim neuen Tag einschlagen werden. Weil wir haben ja noch längst nicht alles erkundet, ist ja ganz klar, ne? Es gibt auch in jedem Level einen Bossgegner. Den kann man daran erkennen, dass er auf der Karte mit so einer Frequenz irgendwie verzeichnet ist. Naja, das passt schon hier. Wir sind alle da. Da sind sogar noch neue. Ihr müsst sie übrigens nicht in die Zwiebel packen. Es reicht, wenn sie sich in dieser Barriere hier aufhalten. Aber ich mach's jetzt einfach mal. So. Jetzt sind die da drin. Jetzt werdet ihr euch vielleicht denken, boah, ist ja voll nervig, wenn man die immer an verschiedene Stellen zurückbringen muss. Aber, passt auf. Ich brech jetzt den Tag einfach ab, weil wir machen jetzt eh nichts mehr. Dann kommt gleich die Sequenz, dass jetzt Abend ist. Aber normalerweise würde noch so ein Timer runtergehen. 10, 9, 8 und das ist dann immer so ein Spannungsaufbau. Werden wir noch oft genug erleben, Freunde, ganz bestimmt. Aber jetzt halt nicht, weil ich doch sehr schnell mit meiner Arbeit fertig wurde. Cool. Und gleich kommt die Überraschung. Dass es eben nicht so kompliziert ist, wie man glaubt. Diese Szene, die blende ich jetzt einmal ein. Später mache ich sie dann weg. Das sind die Viecher, die halt die Pikmin dann umbringen würden bei Nacht. So schaut das dann immer aus, wenn ein Tag vorbei ist. Man verzieht sich in den Weltraum, weil da ist man scheinbar sicher. Und jetzt. Die beiden Zwiebeln fusionieren. Oh, sie nähern sich an. Die Zwiebeln verschmelzen. Äußerst interessant. Ja, und jetzt haben wir eben nur noch eine und die ist beim Raumschiff und da können wir dann auch die Steinpikmin ebenfalls reintun. Dann analysieren wir mal den Rest. Gelbsaurier. Ich werde bestimmt nicht alle Früchte erkennen, weil beim ersten Spielen habe ich schon einiges irgendwie nicht kapiert, was sein soll. Ich dachte eigentlich, ich kenne mich ganz gut aus, aber da sind schon viele Früchte dabei, die ich noch nie gesehen habe. Wird zum Teil mit Sicherheit peinlich werden, aber ist mir egal. Dann teile mal die Rationen ein. Alf kommt auch ruhig mit etwas weniger aus. Hallo, wir haben dich gerettet. Ein bisschen Dank vielleicht? Dumme Kuh. Unsere Vorräte müssen noch ein Weilchen reichen. Da sagen die oftmals das Gleiche, deswegen werde ich das einfach nur schnell überspringen. Ist ein bisschen doof. Ja, hier, erfolgreich. Niemand ist gestorben, wir haben viele neue Pikmin gewonnen. Zwei Früchte. Und Brittany. So kann es weitergehen. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wo der Captain ist. Als wir die Frucht zur Drake zurückgebracht und analysiert hatten, stellte sich heraus, dass sie für Bewohner von Koppai essbar ist. Vielleicht gibt es auf diesem Planeten noch viele weitere derartige Früchte. Jetzt, da ich auch Brittany wiedergefunden habe, wage ich es endlich wieder, ein wenig Hoffnung zu schöpfen. Ja, wollen wir hoffen, dass wir unseren Heimatplaneten retten können. Ich hoffe, Part 2 hat euch gefallen. Daumen hoch, wenn ja. Und wieder einschalten bei Pikmin 3.